Die Bilder, wie Günter Zahn am 26. August 1972 das olympische Feuer entzündet, gehören zweifellos zum kollektiven Gedächtnis der Bayern. Woran sich die Bayern darüber hinaus erinnern, das wollen derzeit die Mitarbeiter vom Münchner Stadtmuseum erfassen. Wichtige Grundlage ist die Sammlung von Paul Barth. Der Gewinner der olympischen Bronzemedaille im Judo hat seine 1600 Erinnerungsstücke, die er unter anderem durch einen Zeitungsaufruf bekommen hat, kürzlich dem Museum überlassen. Sein Freund Klaus Wolfermann will sich ein Bild davon machen. Der Olympiateilnehmer hat angekündigt, etwas ganz Besonderes mitzubringen, das er seit seinem Siegeswurf gehütet hat. Am 3. September 1972 können es die Fans und der Athlet selbst kaum fassen, dass sein Speer weiter als der des favorisierten Konkurrenten fliegt. Wolfermann holt die zweite Goldmedaille für Bayern und wird Teil der olympischen Familie. Seitdem gründet er unter anderem den FC Olympia und kämpft mit seinen Freunden vom Olympiastammtisch seit fast 50 Jahren vergeblich für ein Olympiamuseum. Natürlich für mich die Olympischen Spiele mit dem Gewinn der Goldmedaille. Man geht immer wie in ein Wohnzimmer. Man ist hier daheim, man fühlt sich wohl. Ja. Und faszinierend ist auch für mich immer noch hier, dass diese ganzen Olympiastätten hier genutzt werden mit einer Nachhaltigkeit an vielen, vielen Veranstaltungen, ob Sport, Musik oder Kultur. Ja. Und das ist damit das Entscheidende. Und das alles nach 50 Jahren. Ist unglaublich. Ein Herzenswunsch also, dazu etwas beizutragen. Was ich mitgebracht habe, das ist natürlich ein großes Stück, eines der letzten Teile, die ich überhaupt noch habe. Das ist nämlich der Originalanzug, Wettkampfanzug für uns Athleten gewesen. Das ist wunderbar. Das können wir hier herlegen, wenn Sie das einmal ein bisschen. Das ist der Anzug, den Sie anhatten. Den hatte ich bei den Spielen. Genauer gesagt, bei einem der wichtigsten Momente seines Lebens hat er ihn getragen. Was für ein erinnerungsträchtiges Kleidungsstück. Damit haben Sie hier im Stadtmuseum nicht gerechnet. Das muss auch die Direktorin Frauke von der Haar begutachten. Wow. Das ist der Original-Trainingsanzug von Herrn Wolfermann. Und in den Farben ja auch. Spannend. Also das habe ich nämlich noch nie gesehen. Also wir kennen es ja von den Uniformen und wir stehen ja hier jetzt im Erzählcafé und haben die Farben ja auch aufgenommen. Aber dass die auch als Streifen schon an den Trainingsanzügen auftauchten, ist ja fulminant. Klasse. Herzlichen Dank. Ja. Das ist natürlich noch nicht die Ausstellung, sondern das ist das, was wir hier schon mal präsentieren und Herr Wolfermann gebracht hat. Das ist ganz toll. Und die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, dass das Thema Olympia 72 einfach sehr, sehr viele Menschen in München, aber auch außerhalb Münchens berührt und mit vielen Erinnerungen verbunden ist und viele auch auf uns zukommen. Und uns darauf aufmerksam machen, uns zeigen, was sie haben, uns ihre Geschichten erzählen. Und genau solche Geschichten sollen im Erzählcafé des Stadtmuseums gesammelt und dann auch digital geteilt werden. Auch die traurigen im Zusammenhang mit dem furchtbaren Olympia-Attentat. Beim zweitägigen Geiseldrama kommen 11 israelische Athleten, ein Polizist und 5 palästinensische Terroristen ums Leben. Und doch heißt es schließlich: The games must go on. And we must. Gemischte Gefühle erfassen damals alle Beteiligten. Auch Gertrude Krompholz, heute im Wohnstift am Ammersee. Sie war für die Hostessenausbildung zuständig. Ich hatte das Glück, dass ich vor allem die heiteren Spiele miterleben konnte. Und das war so ergreifend, diese Kontakte, die wir zu den Athleten, zu den Gästen, die kamen, hatten. Und das hat eigentlich wirkt bis heute noch und wir treffen uns auch immer noch. Sie selbst hat damals Teile eines einmaligen Filmdokuments gedreht. Das ist Krompholz.
mit Instruktionen an das, was abläuft, hier Krumpholz diskutierend, hier auch. Wir sind an der Ruderneckartanlage. Ich war ja ausgebildete Sportlehrerin, jetzt schauen Sie her. Jetzt geht's im Gleichschritt. 22 Mädchen und dahinter noch einmal 22 Mädchen. Schreitet, stehen. Und da wurden natürlich auch Beispiele exerziert, wenn eine Medaille runterfällt, einem Offiziellen, der überreichen soll, wie verhält man sich und so weiter. Und jetzt schreiten also die meine Madeln. Und da steht dann schon das nächste Team bereit für die nächste Siegerehrung. Also das musste halt choreografisch getrimmt sein. Ja, oder da schreiten sie. Die haben also bildhübsch ausgeschaut. Wir haben ungefähr 14 Tage geprobt an diesen einzelnen Städten. Und haben natürlich auch ausprobieren müssen, zum Beispiel beim Boxen waren die Treppen ungefähr einen halben Meter weg vom Boxring. Und die mussten ja dann da hinein, um die Medaillen zu übergeben. Naja, und da mussten natürlich die schon Obacht geben, dass die dann nicht mit dem Fuß irgendwo hängen bleiben. Hier sind jetzt diese Hostessen, die jetzt etwas ermüdet sind von dem schweren Training und die jetzt gleich ihre Füße mal baumeln lassen. Für Pia Singer vom Münchner Stadtmuseum ist Gertrude Krumpholz eine wertvolle Zeitzeugin. In ihrem Wohnstift hat sie schon einmal eine Ausstellung gemacht. Das bin ich, ja. In der Mitte. Okay. In der Mitte, ja. Mit zwei meiner Sportstudentinnen, Zwillinge, Heidi und Rosi Gewle. Damals, und die konnten fantastisch jodeln und so weiter. Die haben natürlich auch so für den geselligen Bereich beigetragen. Eine absolute Rarität ist auch die Wandzeitung des Schwabinger Posterkönigs Wolfgang Ruka. Den Kannenberg, wir haben hier die Falk, haben den Wolfermann und die Heide Rosenthal. Die drei haben Gold gewonnen. Und die Heide Rosenthal nur Silber, aber das machte nichts. Die haben die gesamte Serie, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe die gesamte Serie und bin natürlich glücklich. Und was haben Sie denn mit diesen Plakaten vor? Jetzt bin ich ja vom Münchner Stadtmuseum. Naja, hier habe ich schon vor, nochmal eine Ausstellung, nicht nur für unsere Hausbewohner, wir sind ja fast 400 Hausbewohner, sondern auch für die Gießener Bevölkerung und auch für die Schulen. Und auch für das Erzählcafé vom Münchner Stadtmuseum sind diese olympischen Schätze aus dem Gießener Augustinum schon reserviert.